Ein U-Boot unter portugiesischer Flagge. Ein U-Boot made in Germany. U-Boote wie dieses sind ein deutscher Exportschlager. 60% Marktanteil bei konventionell angetriebenen U-Booten hat allein ThyssenKrupp inzwischen erobert. Vor 10 Jahren bestellte auch die portugiesische Marine 2 deutsche U-Boote. Von Anfang an sorgte dieser U-Boot-Deal für Negativschlagzeilen. 5 Tage nach Lieferung wird die volle Rechnung für beide U-Boote fällig. Das erste U-Boot, Kostenpunkt 500 Millionen Euro, ist schon kaputt. Und dann ist da noch der Vorwurf aus Brüssel. Man kaufte U-Boote, als wären es Gebrauchtwagen aus 4. Hand. Portugal, ein Land in der Krise. Riesige Sparkonzepte belasten die Bevölkerung. Wir sind auf der Spur der teuersten Anschaffung in der Geschichte der portugiesischen Marine. 2 U-Boote für rund 1 Milliarde Euro. Ein Betrag, der den portugiesischen Staatshaushalt zusätzlich in Schieflage brachte, sagen Finanzexperten heute. Ankunft im Marinestützpunkt Alfeite, Heimathafen der portugiesischen U-Boote. Höchste Sicherheitsstufe, militärisches Sperrgebiet. Wir haben eine Sondergenehmigung des Verteidigungsministeriums. Der Kommandant des Trident, eines der beiden U-Boote aus Deutschland, erzählt uns, dass der Militärhaushalt in Portugal zusammengestrichen wurde. Das Geld reiche nicht einmal mehr für den Sprit. Deshalb liegt das Boot vor Anker. Ohne Sprit aber keine Kühlung. Sie kühlen das Boot mit dem Wasserschlauch, weil die empfindliche Elektronik, die deutsche Firmen wie Atlas oder Siemens beigesteuert haben, sonst leidet, sagen sie. Im Inneren des Bootes dürfen wir nicht drehen. Stattdessen zeigt man uns im Büro der Marine Archivbilder von der Ankunft der beiden U-Boote aus Deutschland. Portugal kaufte die U-Boote und suchte dann nach Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der NATO. Doch die NATO winkte ab. Es gäbe andere Prioritäten. Dann die nächste Panne. Ein Fabrikationsfehler in der Außenwand. Bei Kontakt mit dem Atlantikwasser löst sie sich ab. Das Boot bleibt vor Anker in Alfeite. Technische Pannen, verspätete Auslieferung. In letzter Minute versucht die neue portugiesische Regierung, aus dem U-Boot-Geschäft auszusteigen. Auch angesichts der drohenden Finanzkrise. Doch es ist zu spät. Aus den Verträgen kommt man nicht mehr raus. Portugal muss zahlen. Diese Ausgabe fiel wie aus der Hölle mitten in den Staatshaushalt. Wir sprechen von 1 Milliarde Euro. Viel Geld für Portugal. Circa 10% der gesamten jährlichen Beamtenbezüge unseres Landes. Ich erinnere mich, dass Portugal kurze Zeit später, im Mai 2011, vor dem Finanzkollaps stand und unter den europäischen Rettungsschirm schlüpfen musste. Portugal hatte keine andere Wahl. Die Regierung musste anklopfen bei der Troika. Paulo Moraes, Vizepräsident des portugiesischen Ablegers von Transparency International. Wir treffen den Mathematik- und Statistikprofessor in Porto. Er hat den Milliardendeal von Anfang an beobachtet und seine Auswirkungen auf die portugiesischen Staatsfinanzen untersucht. Wir verstehen bis heute nicht, welchen Nutzen diese U-Boote für Portugal haben, auch geostrategisch. Schauen Sie, wenn es heute einen Schiffbruch vor den Azoren gibt, dann muss die portugiesische Marine ganz oft Hilfe anfordern, zum Beispiel aus England. Es ist seltsam, dass man in Portugal in U-Boote und nicht in notwendigere Ausrüstung investiert hat.
Wie kann es sein, dass ein EU- und NATO-Mitgliedsland teures Kriegsgerät anschafft, das es überhaupt nicht braucht und es sich eigentlich nicht leisten kann? Und warum kam dieses Geschäft überhaupt zustande? Wir sind in Brüssel mit einer portugiesischen EU-Parlamentsabgeordneten verabredet, die von Anfang an versuchte, den Fall aufzuarbeiten. Mehrere Klagen reichte sie bei den EU-Instanzen ein. Doch sie stieß auf großen Widerstand. Ana Gomes. Erst nach großem Aufwand habe ich überhaupt den Kaufvertrag zwischen dem deutschen U-Boot-Konsortium und Portugal in die Hände bekommen. Der war ja unter Verschluss. Die portugiesische Regierung hat sich lange geweigert, diesen Vertrag herauszugeben. Als ich dann endlich diesen Vertrag las, standen mir die Haare zu Berge. Die Interessen des portugiesischen Staates als Geschäftspartner des deutschen Konsortiums wurden regelrecht mit Füßen getreten. Die feierliche Vertragsunterzeichnung im April 2004. Verteidigungsminister Paulo Portas vertrat dabei den portugiesischen Staat. Der Premierminister hieß damals José Manuel Barroso. Er übernahm später den Posten des EU-Kommissionspräsidenten in Brüssel. Das ist der Vertrag, der niemals an die Öffentlichkeit kommen sollte und bis heute auch nicht öffentlich zugänglich ist. Auf deutscher Seite das German Submarine Consortium, GSC. Das deutsche U-Boot-Konsortium, bestehend aus den Werften HDW und Nordseewerke, die später in ThyssenKrupp aufgingen, und dem Vertriebspartner Ferrostahl. Es reicht nur, den Vertrag zu lesen, um zu sehen, dass die Interessen des portugiesischen Staates vollkommen unterminiert wurden. Mir jedenfalls wurde klar, dass der portugiesische Steuerzahler eine absurd hohe Rechnung für diesen Vertrag würde zahlen müssen. Ende der 90er Jahre lagen dem portugiesischen Verteidigungsministerium 5 Angebote vor. In der Bewertung der operativen Qualitäten war das deutsche U-Boot-Konsortium auf dem letzten Platz. Die Deutschen konnten jedoch in einer anderen Kategorie punkten, den Gegengeschäften. Was ist das? Die deutschen Vertragspartner boten portugiesischen Firmen Aufträge zu einem Wert an, der den Kaufpreis überstieg. So blieben sie im Rennen. Dann boten die Deutschen mitten im Verfahren ein ganz anderes U-Boot-Modell an. Regelwidrig klagte die französische Konkurrenz. Die Deutschen bekamen den Zuschlag. Und die Portugiesen? Viele freuten sich, vor allem auf die versprochenen Gegengeschäfte. Dafür gab es einen separaten Vertrag. Dieser war ebenfalls nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Deutschen verpflichteten sich zu großen Investitionen in Höhe von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Es sollte also mehr Geld nach Portugal fließen, als die U-Boote überhaupt gekostet hatten. Wir fahren nach Viana do Castelo, einer Hafenstadt im Norden Portugals. Jahrzehntelang wurden hier Schiffe und Fregatten im Auftrag der portugiesischen Marine gebaut. Dann kam die Werftenkrise. Das U-Boot-Geschäft mit den Deutschen gab den Menschen neue Hoffnung. Aufträge aus Deutschland sollten die Zukunft der Traditionswerft sichern. Es sollte Arbeit geben, für alle über Jahrzehnte hinaus, versprachen Politiker 2004, als der Kaufvertrag unterzeichnet wurde. Die Deutschen würden hier Küstenwachboote bestellen. Es würde vorangehen in Viana do Castelo. 2004 kam der Minister Paulo Portas mit vielen Versprechen. In der Zeit war er öfter hier mit dem Helikopter. Er versprach Technologietransfer aus Deutschland. Er sagte, das wäre ein großer Produktivitätssprung, ein Riesenwettbewerbsvorteil. Man sagte uns, der U-Boot-Deal rette unsere Werft. Eine neue Infrastruktur komme aus Deutschland. Wir bekommen Aufträge im Wert von Hunderten Millionen.
Es sollte bergauf gehen. Was uns am Vertrag neben den vielen Aufträgen besonders gefiel, eine hochmoderne neue Werftanlage sollte aus Deutschland nach Viana do Castelo geliefert werden. Geliefert wurde die deutsche Flender-Werft aus Lübeck. Sie hatte 2002 Insolvenz angemeldet. Sie wurde abmontiert, verpackt und nach Portugal verschickt. Und als Gegengeschäft verbucht. Und so kam diese Flender-Werft zu uns. Erst hieß es, der Transport oder der Aufbau der Anlage gehe auf Kosten des deutschen Konsortiums. Das aber wurde nicht eingehalten. Unsere Werft musste 25 Millionen Euro investieren, um dieses Material hier in Viana do Castelo zumindest teilweise aufzubauen. Auch den Transport mussten wir entgegen der Absprachen teilweise selbst bezahlen. Später erfuhren wir, dass die Deutschen das gelieferte Material bewertet hatten. Die alte Werft, sagten sie, sei 250 Millionen Euro wert. Die Portugiesen nahmen zunächst dankend an. Erst 2009, fünf Jahre nach Vertragsunterschrift, stellte eine unabhängige amerikanische Bewertungsgesellschaft fest, die Werft aus Lübeck war nicht 250, sondern nur 48 Millionen wert, als sie 2004 nach Portugal verschifft wurde. Der angebliche Transfer von Hochtechnologie, bei näherer Betrachtung erscheint er eher als preisgünstige Entsorgung. Und so sieht es aus in den Hallen von Viana do Castelo. Diese Aufnahmen machten die Arbeiter von der rostenden Anlage. Wir durften sie nicht betreten. Zehn Jahre nach dem Kauf von zwei U-Booten ist die Werft, die durch Gegengeschäfte gerettet werden sollte, endgültig pleite. Über 700 Arbeiter werden entlassen. Wir stehen vor dem Aus, das schwärzeste Kapitel in der 70-jährigen Geschichte unserer Werft. Wir kommen täglich hierher und warten darauf, dass es eine Lösung gibt. Es ist traurig. Allein hier sollten 700 Millionen Euro aus den Gegengeschäften von 1,2 Milliarden Euro angekommen sein. Eingehalten wurde das nicht. Für die Arbeiter steht fest, den Deutschen sei es nur darum gegangen, einen lukrativen U-Boot-Auftrag an Land zu ziehen. Und dafür waren ihnen auch falsche Versprechungen über Technologietransfers recht. Internationale Beobachter kennen die Methode. So funktionieren die sogenannten Gegengeschäfte im internationalen Rüstungsgeschäft. Riesige Versprechen werden gemacht. Und diese Versprechen machen es den Politikern des Käuferlandes leichter, die Öffentlichkeit von der Nützlichkeit der Waffen zu überzeugen. Wenn du mir ein U-Boot oder eine Fregatte abkaufst, dann investiere ich 1 oder 2 Milliarden in deinem Land. Nach diesem Motto funktioniert das Ganze. Eine Formel, die es den Rüstungsfirmen leicht macht, ihre Produkte zu verkaufen. Es gibt von Anfang an keinerlei Absicht, die Gegengeschäfte wirklich zu erfüllen. Es hat sogar den Versuch gegeben, Gegengeschäfte zu erfinden. Das bestätigt uns ein Informant. Wir sind mit ihm in den Docks von Lissabon verabredet. Ein portugiesischer Unternehmer, der persönlich von Repräsentanten des deutschen U-Boot-Konsortiums angesprochen wurde. Sie boten ihm Kommissionen für die Deklarierung eigentlich nicht realisierter Gegengeschäfte an. Enrique Neto, Gründer eines erfolgreichen portugiesischen Autozulieferers, eine Autorität in der portugiesischen Wirtschaft. Weil er jetzt in Rente ist und sein Unternehmen verkauft hat, ist er bereit zu reden, während andere immer noch schweigen. Ich habe es abgelehnt, Kommissionen anzunehmen, ganz zu schweigen von den Fantasieprojekten. Aber viele andere Firmen haben mitgespielt? Ja, in der Tat. Welches Interesse hatten die Firmen daran? Sie wollten eine kleine Kommission kassieren. Schauen Sie, jemand kommt auf eine portugiesische Firma zu, auf eine Firma, die ohnehin für Volkswagen oder BMW Teile herstellt.
Und die soll bestätigen, dass sie ihre Aufträge im Zuge des U-Boot-Geschäfts bekommen hat. Sie unterschreibt ein Dokument und bekommt dafür eine Kommission von 1 oder 2% des Auftragswerts. So einfach ist das. Die systematische Suche nach Partnern für Gegengeschäfte sowie den Verkauf der U-Boote für das deutsche Konsortium übernahm der Industriedienstleister Ferrostahl. Eskom, eine Tochterfirma der in diverse Korruptionsskandale verstrickten Espírito Santo Bank, berät Ferrostahl auf portugiesischer Seite. Eskom war die beratende Agentur der Deutschen, sozusagen die Repräsentanten der Deutschen in Portugal, wie in anderen Rüstungsgeschäften zuvor. Und gleichzeitig waren sie die Repräsentanten der portugiesischen Regierung bei der Überwachung der Gegengeschäfte. Sie sagten, sie würden das nationale portugiesische Interesse vertreten. Im Namen des deutschen U-Boot-Konsortiums versuchte Ferrostahl auch die portugiesischen Autozulieferer zu Gegengeschäften zu überreden. Und das funktionierte so. Auszüge aus dem Schriftverkehr. Am 17. August 2005 schreibt Antje Malinowski, Mitarbeiterin der für Gegengeschäfte zuständigen Abteilung von Ferrostahl: Das deutsche Konsortium GSC bestätigt, dass man für Geschäfte der portugiesischen Autozulieferer gemäß einer Preistabelle sogenannte Management-Fees, Bearbeitungshonorare, bezahle. Diese schriftliche Verpflichtungserklärung des deutschen Konsortiums GSC sei streng vertraulich, strictly confidential, und dürfe Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Unterschrift Winfried Hotten und Mitarbeiterin Antje Malinowski. Eine weitere Vereinbarung wird am 23. September 2005 unterschrieben zwischen Ferrostahl als Repräsentanten des GSC und den portugiesischen Autozulieferern Acessia. Unterschrift Horst Weretecki, Nachfolger von Winfried Hotten, verantwortlich für die Offset-Geschäfte. Nach Unterschrift dieses Vertrages ging es aber noch weiter, beschreibt Unternehmer Enrique Neto. Sie haben sogar Projekte frei erfunden, Projekte, die total fantasiert waren. Sie luden dann portugiesische Firmen ein, an Besprechungen teilzunehmen. Eines dieser Fantasieprojekte war zum Beispiel der Bau eines unbemannten Flugobjektes, einer Drohne. Ich habe natürlich abgelehnt, weil das Projekt total aus der Luft gegriffen war und weil keiner von uns wirklich das Know-how hatte, es umzusetzen. Wenn ich mich recht erinnere, sollte die Entwicklung dieser Drohne einen fiktiven Projektwert von 200 Millionen Euro haben, was ziemlich absurd war. Doch diese Absprachen landeten am 14. Februar 2014 vor dem Lissabonner Strafgericht. Es ist einer von vielen Prozessen im U-Boot-Geschäft. Angeklagt sind unter anderem Horst Weretecki, der Verantwortliche für die Gegengeschäfte bei Ferrostahl, und Antje Malinowski, seine Mitarbeiterin. Ihnen wird Urkundenfälschung und Betrug am portugiesischen Staat vorgeworfen. Der Prozess hat sich fast 2 Jahre hingezogen. Die Anwälte der Deutschen haben Gutachter für befangen erklärt, Staatsanwälte wurden ersetzt. Mitten im Prozess wurde bekannt, dass die portugiesische Regierung mit den Deutschen bereits über neue Ersatzgegengeschäfte, Englisch Offsets, verhandelte. Das ist einer der Gründe, warum die Angeklagten freigesprochen wurden. Der Anwalt von Ferrostahl ist zufrieden. Bei diesem Prozess ging es nur darum, dass diese Herrschaften beschuldigt wurden, durch Urkundenfälschung den Staat geschädigt zu haben. Und das Gericht sagt, in diesem konkreten Fall haben sie niemanden geschädigt. Es ist also kein Schaden in Portugal entstanden? Der portugiesische Staat ist vielleicht geschädigt worden, ja, aber nicht von diesen Herrschaften. Von wem sonst?
Das müssen Sie die Polizei fragen. Anwesend auch ein Sprecher von Ferrostahl. Er ist extra aus Essen angereist. Hat Ferrostahl alles richtig gemacht? Ja, haben wir offensichtlich nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch im Prozess alles richtig gemacht. Also weiter so mit den Geschäften von Ferrostahl wie bisher, wie gehabt? Wir haben hier über Offset-Geschäfte, ich glaube fast anderthalb Jahre zusammengesessen. Und da hat das Gericht gerade eindeutig gesagt, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass irgendwelche Unregelmäßigkeiten passiert sind. Und insofern, ja, wir werden weiter so an unseren Verpflichtungen arbeiten und zu unseren Verträgen stehen. Antje Malinowski, Horst Wieretecki und die anderen Beteiligten haben also, zumindest in diesem Prozess, keine weiteren Ermittlungen zu befürchten. Die portugiesische Staatsanwaltschaft habe wohl nur rein pro forma Berufung eingelegt, vermuten unsere Informanten. Die Ermittlungen in Portugal hatten vor allem ein Ziel. Es sollte alles vertuscht werden. Das Gericht hat entsprechend entschieden. Es sagte, das Problem der Betrügereien mit den Gegengeschäften ist vor allem ein Problem der Regierung. Die Regierung trägt aber selbst nicht zur Klärung des Sachverhaltes bei. Die Regierung, sagt das Gericht, sollte sich selbst um ihre Interessen kümmern, denn sie haben schließlich selbst genügend Mittel und Dokumente, die die Betrügereien belegen. In Essen in der Zentrale von Ferrostahl. Business as usual. Betrügereien in Portugal weist man weit von sich. Sind Sie von Ferrostahl an portugiesische Unternehmer herangetreten und haben ihnen Kommissionen angeboten dafür, dass sie nicht existierende Geschäfte oder frei erfundene Geschäfte als Offset-Geschäfte deklarieren? Den Vorwurf kennen wir, den weisen wir zurück. Es wurde über anderthalb Jahre in Portugal darüber verhandelt. Es gab einen Prozess, der ist mit einem Freispruch ausgegangen für alle beteiligten Ferrostahl-Mitarbeiter. Wir fahren ein zweites Mal nach Viana do Castelo. Am Abend nach dem Urteil von Lissabon. Im Radio wird das Urteil bereits kommentiert. Viana do Castelo steht stellvertretend für viele andere Orte. Diese Stadt zahlt eine hohe Rechnung für korrupte Rüstungsgeschäfte, eingefädelt von skrupellosen Konsortien und Politikern und einer Justiz, die Gerechtigkeit verhindert. In der Kneipe Ton Bento treffen sich die Werftarbeiter. Auch hier ist die Nachricht vom Freispruch schon angekommen. Die klauen und betrügen und sind alle auf freiem Fuß. Ist jemand verurteilt worden? Nicht, dass ich wüsste. Sie wurden alle freigesprochen. Drei Deutsche und einige Portugiesen. Und in Deutschland ist das Gleiche passiert. Sie haben sich zwei oder drei kleine Fische herausgepickt und der Rest, wo ist denn die ganze Mafia? Nochmal zurück zum Kauf der U-Boote. Bereits 2005 waren in Portugal Polizeimitschnitte von Gesprächen zwischen Minister Paulo Portas und dem Schatzmeister seiner Partei aufgetaucht. Das waren erste Hinweise auf mögliche Schmiergeldzahlungen. Zwei Staatsanwältinnen aus Portugal brachten den Stein ins Rollen. Mit Unterstützung der europäischen Justizbehörde Eurojust ließen sie gemeinsam mit der deutschen Staatsanwaltschaft die Büros von Ferrostahl in Essen durchsuchen. Dort wurden entsprechende Dokumente beschlagnahmt. Diese Dokumente blieben zunächst in Deutschland, bei den deutschen Justizbehörden. Die portugiesische Polizei bekam sie lange Zeit nicht. In Deutschland wurden immer mehr Vorwände erfunden, um die Übermittlung der Beweisstücke nach Portugal hinauszuzögern. Außer Ana Gomes interessieren sich auch zwei Mitarbeiter von Corruption Watch, eine in London ansässige Nichtregierungsorganisation für die Akte Portugal. Und darin vor allem für die Rolle deutscher Rüstungsfirmen. Alles, was man über den portugiesischen U-Boot-Deal weiß, ist geradezu exemplarisch für die Methoden im globalen Waffenhandel. Es gab im Vorfeld enorme Zahlungen.
Wir versuchen den Spuren von mindestens 33 Millionen Euro zu folgen. Ungeklärte Zahlungen an Schlüsselfiguren in Portugal. Nicht nur in Portugal finden die Corruption Watch-Mitarbeiter Andrew Feinstein und Paul Holden Korruptionsvorwürfe gegen das deutsche U-Boot- und Fregattenkonsortium, sondern auch in Südafrika, Südkorea, Griechenland und vielen anderen Ländern. Ein weiterer Prozess, diesmal vor dem Landgericht München. Hier ging es schon 2011 um zwei U-Boot-Geschäfte, eins mit Griechenland und das mit Portugal. Beide Geschäfte kamen durch Korruption zustande. Ferrostahl wurde zu einer Geldbuße von rund 140 Millionen Euro verurteilt. Zwei Manager bekamen Bewährungsstrafen. Aber die Urteilsbegründung oder gar das im Namen des Volkes ausgesprochene Urteil bekommen wir nicht. Nicht vom Landgericht München. Und auch nicht von der Staatsanwaltschaft. Wir berufen uns auf das Informationsfreiheitsgesetz, das in ganz Deutschland gilt. In einer E-Mail teilt man uns mit: Bitte beachten Sie, dass das Informationsfreiheitsgesetz nicht auf den Freistaat Bayern anwendbar ist. Rechtens ist das nicht, sagen Experten. Aber eine bayerische Interpretation. Der Grund, so hören wir, die Identität der Verurteilten solle geschützt werden. Aber auch in Bayern gibt es offenbar Mitarbeiter, die das anders sehen. Die Akte wird uns zugespielt. Die Akte, die niemals an die Öffentlichkeit sollte. Urteil, Anklageschrift, Polizeibericht sowie konfiszierte Unterlagen. Das Urteil des Landgerichts München gegen Ferrostahl ist eindeutig. Die Bestechung war massiv. In Griechenland reichte sie bis in höchste Regierungskreise. Im Falle Portugal findet ein Geldempfänger im Urteil besondere Erwähnung. Der anderweitig verfolgte Dr. Jürgen Adolf. Der Honorarkonsul Portugals in München habe insgesamt mehr als 1,6 Millionen Euro von Ferrostahl erhalten, um als Marktöffner in Portugal zu fungieren. Wir zitieren aus dem von Jürgen Adolf selbst geschriebenen Protokoll. Am 5. Juli 2002 gelingt es Herrn Premierminister Barroso, nach München einzuladen. Vortrag in der Hans-Seidel-Stiftung. Mittagessen von mir auf Bitten von Premier Barroso organisiert. Herr Hanfried Haun, Vorstand von Ferrostahl, wird dazugeholt. Man beschließt, die Angelegenheit GSC weiter zu verfolgen. Am 7. Februar 2003 kommt Verteidigungsminister Paulo Portas nach Deutschland. Abholung des Verteidigungsministers am Flughafen München. Adolf organisiert auch ein Treffen zwischen Portas und dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages. 30.06.2003, Treffen mit PM Barroso. Der portugiesische Premier hat einen Termin mit dem Bundeskanzler. In Berlin nimmt Jürgen Adolf auch Kontakte zum Auswärtigen Amt auf. Dann geht Adolf zum Wirtschaftsministerium. Referat, Export und Finanzierung. Gangbare Finanzierungskonzepte besprochen. Und meint damit ein Treffen im Finanzministerium. Mehrere Treffen finden in Lissabon statt. In Hotels, Restaurants und in Dienstzimmern von Premier Barroso und Portas, dem Verteidigungsminister. Meistens mit dabei Manager von Ferrostahl und HDW in Kiel, Jürgen Adolf und seine Frau. Von Anfang an war es Adolfs Aufgabe, den Portugiesen klarzumachen, dass es sich lohne, dem deutschen U-Boot-Konsortium den Zuschlag zu geben. Die Europaabgeordnete Ana Gomes interessiert vor allem, welchen Einfluss Honorarkonsul Adolf auf die portugiesische Politik hatte und welche Rolle dabei der heutige EU-Kommissionspräsident spielte.
Wir wissen, dass Herr Jürgen Adolf von José Manuel Barroso zum portugiesischen Honorarkonsul in München ernannt wurde. Erst im Jahre 2010 wurde er seines Amtes als portugiesischer Honorarkonsul enthoben. Was mich am meisten wundert, ist, dass man in Portugal nie gegen Adolf ermittelt hat. In Deutschland schon. Am 5. März 2014 ergeht in der 6. Strafkammer des Landgerichts München das Urteil wegen Bestechlichkeit gegen Dr. Jürgen Martin Adolf. Hätte der ehemalige Honorarkonsul als Amtsträger des Staates Portugal überhaupt für Ferrostahl arbeiten dürfen? Und durfte er für seine Vermittlertätigkeit 1,6 Millionen Euro kassieren? Das Landgericht München sagt nein. Adolf wird schuldig gesprochen, zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wird zunächst nicht rechtskräftig, weil Adolf in Berufung geht. Adolf ist nicht der Einzige, der kassierte. Es ist viel mehr Geld geflossen. Nur wie viel und an wen? Von der Firma Ferrostahl, jahrelang Verkäuferin der deutschen U-Boote, sollen immense Summen gezahlt worden sein. Ungeklärte Überweisungen im Zusammenhang mit vielen anderen Geschäften weltweit. Diese Informationen bekam auch der Korruptionsjäger Andrew Feinstein. Ferrostahl hat einen internen Bericht angefertigt, zu dem ich Zugang hatte. Und in diesem Dokument wird nahegelegt, dass das Unternehmen in 16 verschiedenen Ländern mehr als 1,1 Milliarden Euro überwiesen hat. Überweisungen, die als fragwürdige Zahlungen bezeichnet werden. Mit anderen Worten, Schmiergelder. Auftraggeber des Berichts einer amerikanischen Kanzlei war Ferrostahl selbst. Der Bericht enthält Informationen zu vielen Rüstungsgeschäften von Ferrostahl. Zu Portugal gibt es ein eigenes Kapitel. Es geht um ungeklärte Zahlungen in Höhe von über 30 Millionen Euro. Vor allem an die Firma Eskom, an einen portugiesischen Ex-Militär und Zahlungen an Dr. Jürgen Adolf. Wie viel Geld haben Sie denn genau an Dr. Jürgen Adolf gezahlt und wofür? Ich gehe davon aus, dass es 1,6 Millionen Euro waren für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Anbahnung dieses über 1,2 Milliarden schweren Projektes bekommen hat. Was hat er dafür geleistet? Die Dienstleistungen sind mir jetzt nicht im Einzelnen bekannt. Er hat eine Reihe von Dienstleistungen erbracht, die man einer Leistungsbeschreibung entnehmen kann. Welche das im konkreten Einzelfall sind, kann ich hier an dieser Stelle nicht beantworten. Hat er als Amtsträger Portugals Kontakte zu Regierenden in Portugal hergestellt? Das ist mein Verständnis, ja. Follow the money. Folge der Spur des Geldes. Diesen Rat hatte uns Antikorruptionsaktivist Andrew Feinstein mit auf den Weg gegeben. Also fahren wir in die südportugiesische Urlaubsregion Algarve. Hier, sagt man uns, besitze Adolf mehrere Immobilienprojekte. In diesem Anwesen nahe der Stadt Faro residiert der Ex-Honorarkonsul, wenn er nicht gerade in München ist. Wir treffen ihn allerdings nicht an. Wir fragen im Dorf nach, sprechen mit den Nachbarn. Er kam hier an und kaufte Land in großem Stile. Anfangs hat er richtig hohe Preise gezahlt. Er sagte, wenn ihr Land habt, ich kaufe es euch ab. Die Villa von Dr. Adolf. Hohe Mauern, Überwachungskameras. Wie viel Geld aus den U-Boot-Deals steckt in den Immobilienprojekten des Ex-Honorarkonsuls? Im örtlichen Handelsregister entdecken wir ein Geflecht verschiedener Firmen, zugelassen auf ihn und seine Frau. Darunter Predinesche, Rita Gabriele und Martin, RGM, Lucio Pitoresco. Eine der Firmen wird mit rund 4 Millionen Euro bewertet. Wir stoßen auf geplante und genehmigte Millioneninvestitionen.
Es geht um über 60 Grundstücke in diesen Hügeln. Wieder unterwegs Richtung Marinestützpunkt Alfeld. Wir haben erneut um Genehmigung angefragt, die von Deutschland gelieferten U-Boote zu besichtigen. Wir wollen wissen, ob die U-Boote nach 3 Jahren überhaupt eine Verwendung gefunden haben. Und wir wollen uns das Innenleben des Unterwasserkriegsschiffes ansehen. Dazu brauchen wir eine Sondergenehmigung. An Bord sind sensible Waffensysteme. Dann gibt das Verteidigungsministerium grünes Licht. Wir dürfen das Boot betreten. Einblick in eine Welt, vollgestopft mit Hightech. Besatzung 30 Mann. Die können bis zu einem Monat lang abtauchen. Paulo Garcia, Kommandant, darf nur bestimmte Dinge über das U-Boot sagen. Den U-Boot-Deal kommentieren darf er nicht. Er zeigt uns die Kommandozentrale. Die Steuerung der Waffensysteme ist von Atlas Elektronik. Und auf der anderen Seite ist die von Siemens für den internen Krieg, wie wir das hier nennen. Vom U-Boot können Marschflugkörper, Raketen und Torpedos abgeschossen werden. Außerdem kann man damit Minen verlegen. Ein U-Boot voller deutscher Hightech. ThyssenKrupp und Tochterunternehmen Atlas Elektronik, Siemens und viele andere. Auch diese Firmen verdienen mit an den Milliardendeals. Es geht indirekt um tausende Arbeitsplätze. Und um 95% Wertschöpfung in Deutschland. Schaut deshalb die Politik in Deutschland weg, wenn es um die Verkaufsmethoden geht? In Berlin suchen wir nach Verflechtungen zwischen der Politik und den größten deutschen Werften. Wir bekommen einen Termin beim Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Sein Wahlkreis ist Kiel, der Standort der ThyssenKrupp-Werft. Hans-Peter Bartels ist Mitglied einer SPD-Arbeitsgruppe, die sich auch mit solchen Themen befasst. Es gibt so eine ominöse Küstenmafia, Küstengang im Bundestag. Ja, Gang ist so ein maritimer Begriff. Die Küstengang der SPD, das sind die Abgeordneten aus den Küstenwahlkreisen. Wir wählen dann für alle 4 Jahre einen Lotsen, also den Vorsitzenden der Küstengang. Und sind sehr froh, dass das jetzt der neue maritime Koordinator der Bundesregierung geworden ist, also wirklich mal ein Fachmann. Das haben wir lange nicht gehabt, dass jemand von der Küste, auch für die Interessen der Küste, zuständig ist in der Bundesregierung, Uwe Beckmeyer. Wir wollen mit Staatssekretär Beckmeyer vom Bundeswirtschaftsministerium sprechen. Dem Mann, der auch politisch für die U-Boot-Exporte zuständig ist. Aber er lehnt unsere Interviewanfrage ab. Dann wird uns ein vertrauliches Papier zugespielt. Eine Information der Bundesregierung an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Darin steht, man hat eine Bürgschaft des Bundes für ein neues Riesengeschäft in Singapur genehmigt. Es geht um noch teurere U-Boote. Die neuen Zukunftsmärkte liegen in Asien. Dort will man den Export im Kampf gegen europäische Konkurrenten stärken. Und gleichzeitig einen Beitrag zur Sicherung der Beschäftigung leisten. Dann verweist das Papier auf die Arbeitsplätze in Deutschland. Nur 5% der Wertschöpfung kommt aus dem Ausland. Kiel, die U-Boot-Werft von ThyssenKrupp Marine Systems. Hier werden die Kriegsschiffe und U-Boote hergestellt. Bei ThyssenKrupp fällt das in die Sparte Anlagenbau. In Europa gibt es zurzeit keinen Markt für solche Anlagen. Die Zukunft spielt in Asien. Dort müssen deutsche U-Boote sich in einem Markt behaupten, auf dem es selten ohne Korruption zugeht. Geht es ohne Korruption? Die Unternehmenssprecher in Essen verweisen auf ihre strengen Compliance-Vorschriften. Das Unternehmen schreibt auf Anfrage: Der Vorstand der ThyssenKrupp AG bringt seine ablehnende Haltung zu Korruptionsvorstößen zum Ausdruck.
Das Unternehmen verfüge über ein ordnungsgemäßes Compliance-System. Von Ferrostahl, dem langjährigen Vertriebspartner, hat man sich getrennt. ThyssenKrupp organisiere den Verkauf jetzt selbst. Wir erfahren aus Branchenkreisen, zum Beispiel über eine Tochterfirma in Singapur. Hier sitzt ThyssenKrupp Marine Systems international. Eine der Schlüsselfiguren dort, Jonathan Kammermann. Wer ist dieser Kammermann? Ich begegnete Johnny Kammermann erstmals, als ich noch Parlamentarier in Südafrika war. Kammermann war damals bei der südafrikanischen Marine. Und er war verwickelt in den großen Rüstungsdeal, den wir versuchten aufzuklären. Deutsche Firmen hatten 1999 ein umfangreiches Geschäft mit Südafrika abgeschlossen. U-Boote und Fregatten wurden geliefert. Bis heute wird wegen Schmiergeldzahlungen ermittelt. Eine Untersuchungskommission spricht von Bestechungszahlungen in Höhe von mehreren 100 Millionen €. Andrew Feinstein ermittelte als ANC-Abgeordneter des südafrikanischen Parlaments im Rahmen des Untersuchungsausschusses. Er war im Zuge der Ermittlungen einem Offizier der südafrikanischen Marine auf die Spur gekommen, der von 1997 bis 2006 für den Erwerb von 4 Fregatten zuständig war. Der Offizier war Jonathan Kammermann. Ich denke, am besten kann man die Rolle von Herrn Kammermann bei den Rüstungsgeschäften folgendermaßen beschreiben: extrem dubios. Jonathan Kammermann bekam gleich nach dem erfolgreichen Deal einen Job bei den deutschen Auftraggebern und arbeitet jetzt für ThyssenKrupp Marine Systems. Im Interview mit einem indischen Sender macht er Werbung für ihre Kriegsschiffe. Einer, der seine Karriere im eigenen Land startet, bei einem Geschäft, das komplett von Korruption zersetzt war, und dann loszieht, um international Karriere zu machen, aufbauend auf dieser Erfahrung. All das zeigt, dass er sich sehr komfortabel in dem System bewegt. Im Herzen des korrupten globalen Rüstungsgeschäfts. Kieler Förde. Das U-Boot unter portugiesischer Flagge. Auf dem Weg in die Werft. Die jährliche Wartung bei ThyssenKrupp steht an. Kostenpunkt 5 Millionen €. Laut Vertrag jedes Jahr. Für die nächsten 30 Jahre. Das Geschäft läuft. Wie geschmiert. Die deutsche Regierung sollte die deutschen Rüstungsunternehmen, die bei ihren Geschäften mit besonders schmutzigen Methoden vorgehen, regulieren und bestrafen, anstatt mit ihnen zu paktieren. Aber es passiert genau das Gegenteil. Die deutsche Regierung ist ein integraler Bestandteil des Systems, das es Unternehmen wie ThyssenKrupp, German Submarine Consortium, Ferrostahl und anderen erlaubt, sich so zu verhalten, wie sie es nun einmal tun im globalen Waffengeschäft. To be able to behave the way they behave in making sales in the global arms market.